So, da bin ich auch schon wieder mit Don't Starve. Ich hatte ja eigentlich vor, ein bisschen off-camera zu spielen, um das Spiel auch richtig mal auszureizen. Aber da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Wenn man jetzt ein neues Spiel anfängt, behält man die Forschung bei, die man im letzten Spielstand betrieben hat. Also konnte ich dann von vornherein schon die Bretter bauen. Und dadurch würdet ihr halt die ganzen Forschungsfortschritte verpassen, die ich jetzt alle off-camera mache. Und das finde ich doch ein wenig schade. Also fangen wir jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Und zwar ein richtig neues, so. Ja, das überschreibt momentan einen Speicherstand. Ich habe halt jetzt eine halbe Stunde gezockt. Nicht wirklich viel geschafft. Aber ich habe schon einen guten Plan für das, was wir jetzt vorhaben. Wenn wir jetzt hier Make New World klicken würden, dann werden, glaube ich, alle Fortschritte, die wir bisher gemacht haben, vollständig zurückgesetzt. Also wahrscheinlich dann auch die Erfahrungspunkte. Bin ich mir aber nicht sicher. So, jetzt gucken wir mal rein. Wir haben immer noch nur den Gentleman. Play. Und mein genialer Masterplan ist, erstmal aufzuwachen. Ja, wir sehen immer noch nicht sehr gut aus. Wahrscheinlich, weil wir jedes Mal sterben und hier wieder aufwachen. Warum auch immer. Wahrscheinlich sind wir einfach in der Hölle und kommen nicht raus. Aber ja, also mein Masterplan. Wir sammeln Gras. Noch mehr Gras. Und so ziemlich alles andere an Ressourcen, was wir können. Und bringen das zu dem Schweinedorf. Das heißt, wir werden uns gar nicht so großartig hier auf der ersten Insel aufhalten. Sondern erstmal alles da hinbringen. Ich hätte schon ganz gerne ein, zwei Flint, um Stein abzubauen. Damit wir uns bei den Schweinen wieder ein Lagerfeuer machen können. Weil die sich ja feigerweise in ihre Zimmer verziehen. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, eine Sache, die ich noch off-camera rausgefunden habe, ist das mit den Kaninchen. Ein super Trick, die Kaninchen auszulöschen, ist, man sucht sich aus, wem welches Loch gehört. Und, stellt sich dann quasi in den Weg von Kaninchen. Das heißt, sagen wir mal, der Baum da ist das Kaninchen und der Baum da ist das Loch. Dann kommt man von der Seite angelaufen, stellt sich hier auf das Loch und klickt dann auf das Kaninchen. Dann läuft er automatisch auf das Kaninchen zu, das Kaninchen läuft automatisch zu seinem Loch zu, läuft also ihm über den Weg und er hackt dann einmal zu und das war's. So kommt man ganz schnell an Essen ran. Das heißt, wir dürften auf keinen Fall verhungern. Also, jedenfalls nicht so schnell. Ich denke mal, irgendwann werden wir auch die Kaninchen dann alle haben, aber... Das dauert bestimmt eine Weile. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass also die Spielwelt wird ja neu generiert. Aber dass dieses Grundsystem erhalten bleibt mit den Inseln, dass wir jetzt auch wirklich in dem zweiten Bereich auch wirklich die Schweine wieder treffen. Sonst wäre der ganze Masterplan ja für die Katz. Das wäre nicht so toll. Oh, ich sollte ein paar Stöckchen einsammeln. Ich brauche noch zwei Holz. Wir brauchen eine Axt. Und ich nehme jetzt mal so einen ganz großen Baum, weil die mehr Holz bringen. Zack, 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 zack. So, sehr schön. Haben wir auch genug für das große Lagerfeuer? Nein, da fehlt uns Stein. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass wir irgendwo auf dem Boden Flint finden. Zweimal. Um die Pickaxe bauen zu können. Das ist schon mal recht unwahrscheinlich. Aber gut, wir haben gerade mal ein Viertel vom Tag rum. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, hier ist das Schweinedorf wieder. Sehr schön. Und wir können anscheinend wieder mit ihm hier Handel treiben. Wahrscheinlich auch wieder nur einmal, aber ja. Oh, wir können die Schweine angreifen. Nein. Wir haben keine Rüstung, wir haben keine ordentlichen Waffen, das sollten wir lassen. Aber falls wir irgendwann mal absolut kein Essen haben, können wir darauf ja zurückgreifen. Stöckchen, Stöckchen. Nirgendwo ein Flint. Nee, das ist doch doof. Da oben war so richtig schön viel Stein, das wir abbauen könnten. Das kenne ich ein wenig raus. Ah, okay. Denn, was sagt die Karte? Da ist irgendwas. Das könnte Stein sein. Vielleicht ist hier in der Nähe von diesen großen Steinen auch kleiner Stein. Also Flint. Gucken wir mal. Oh, und in einer halben Stunde eben gerade habe ich mich mit den Spinnen angelegt. Also dieses Spinnenei, was auf der ersten Insel ist. Da habe ich einfach ganz viele Fallen drumherum gelegt. Die Spinnen sind aus dem Ei rausgebrochen, haben mich schreienderweise angegriffen und sind aber gleich in die Fallen getappt. Und dadurch habe ich... Ist das da Nebel? Oh.
Ah ja, die Spinnen haben auf jeden Fall Seide gedroppt und schon wieder so ein komischer Grabstein. Also Seide haben die gedroppt und Monsterfleisch. Das Monsterfleisch kann man zu einem Monsteressen verkochen, das sehr viel Hunger gestillt hat, aber ich glaube, es hatte Lebenspunkte abgezogen. Hier liegt irgend so ein Typ. Blablabla. Also ist genau das gleiche wie vorher. Oh. Wenn wir eine Schaufel hätten, könnten wir das mal ausbuddeln. Was ganz lustig wäre, wäre, wenn da unsere Ausrüstung vom letzten Leben quasi drin wäre. Oh ja, das müssen wir dann gucken, wenn wir endlich mal Flint gefunden haben. Also ein, zwei, drei Stück. Sogar genau drei. Wir bräuchten nämlich zwei für die Pickaxt und dann eine für die Schaufel. Was finden wir? Blumen. Yeah. Und jede Menge Holz. Wofür die Kohle da ist, habe ich übrigens nicht rausgefunden bisher. Ich habe aber rausgefunden, dass wenn man die Bäume abfackelt mit einer Fackel in der Hand, dass es ein wenig gefährlicher ist als mit so einem Lagerfeuer. Ich habe mich irgendwie fast jedes Mal verbrannt, was nicht ganz so Sinn des Ganzen sein kann. Aber damit können wir ja später rum experimentieren. Erstmal sollte ich zu den Schweinen zurück. Ganz schnell zu den Schweinen zurück. Oh, das schaffe ich nicht. Dann machen wir doch... Oh, doch, hier sind sie schon. Die machen alle ihre Lichter aus. Dann machen wir doch mal hier ein Lagerfeuer. Dann können wir die ganze Nacht über noch ein bisschen Holz hacken. So. Chop, 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 chop. Schade, dass ich kein Kaninchen mehr gefunden habe. Sonst hätten wir ihn füttern können. Dann hätten wir den Goldbarren bekommen. Oder diesen Goldnugget. Mit dem Goldnugget hätten wir das Forschotron bauen können. Und da hätten wir das ganze Holz reinschmeißen können, das wir jetzt gerade abbauen. Aber ja, muss ja nicht immer alles so 100% effektiv sein. Oh, können wir deren Hütten anhacken? Nein, können wir nicht. Können wir die Hütten abbrennen? Ha. Fackel? Ist jetzt kein bisschen fies, so die Schweine mitten in der Nacht abzubrennen. Nee, also wenn man mit der Maus rübergeht, kommt da nichts. Wenn man mit der Maus über den Baum rübergeht, dann kommt diese Anzünden-Option. Wir haben jetzt 100 Leben. Ich zünde das mal an. Wusch. Oh, also unten kamen die Flammen, aber oben wurden keine Lebenspunkte abgezogen. Und hau, hau, wow, wow, wow. Das breitet sich ja ziemlich schnell aus. Wir haben definitiv keine Lichtprobleme mehr. Geht sogar über die Straße rüber. Jetzt war es das aber. Ja, doch. Wir haben genug Kohle für eine Weile. Definitiv. Oh, und von den kaputten Bäumen, von den abgebrannten Bäumen, fallen Tannenzapfen runter. Das ist ja auch nicht schlecht, weil mit den Tannenzapfen können wir wieder neue Bäume setzen. Naja, macht ansatzweise Sinn. Brandrodung wird ja auch von der Natur benutzt, um den Boden wieder einigermaßen nährstoffreich zu machen. Hm. Also tun wir was Gutes, wenn wir den ganzen Wald mit den Schweinen hier abbrennen. Ja, oder so ähnlich. Jetzt habe ich aber erstmal keine Axt mehr. Wir brauchen definitiv Flint. Da oben waren wir schon. Was ist das da? Ein Grasbüschel. Da oben sind tierisch viele Grasbüschel. Hm, hm. Na komm, die... Ein paar Minuten können wir noch kurz warten und wir können einfach kochen so lange. Zack, 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 zack. Die Karotte. Ich habe mir sagen lassen, dass man damit die Kaninchen anlocken kann. Aber das Ganze ist jetzt ja ziemlich relativiert worden, da wir die Kaninchen so umbringen können. Da will ich keine Karotte verschwenden. Die esse ich lieber. Und die auch, und die auch, und... Das war's an Essen. So, es wird gleich Tag, also laufe ich mal einfach in die Dunkelheit. So. Das können wir jetzt nicht abbauen, weil wir keine Waffe haben und kein Werkzeug. Also ich laufe einfach mal nach Süden, in irgendeinem Bereich, wo wir noch nicht waren. Und hoffe, dass wir endlich einen verdammten Flint finden. Oh, das waren wir hier auch alles, ne? Wir haben die halbe Insel abgebrannt mit dem einen kleinen Feuerchen. Oh weia. So, und hier ist das Meer schon wieder. Es kann auch sein, dass auf der zweiten Insel allgemein gar keinen Flint gibt.
Oder auf diesem Bodenbelag hier, diesem dunkleren. Oder hatten wir schon mal eins gefunden? Oh, hier ist der Weg nach drüben. Da waren aber diese fiesen Tentakelmonster, da will ich nicht hin. Nee, also es kommt mir echt so vor, als wenn hier wesentlich weniger Steine sind. Also die kleinen Steine auf dem Boden, nicht die großen. Große sind ja zwei Stück da. Also wieder zurück zur Anfängerinsel. Ja gut, ich weiß schon, was ich im nächsten Playthrough anders mache. Da werde ich auf der Anfängerinsel erstmal ganz viel Flint sammeln und dann erst zu den Schweinen gehen. Und vielleicht noch ein wenig Gras hier ausbuddeln und dahin mitnehmen. Weil wie ihr sehen könnt, hier sind auf der ganzen Insel nur drei Grasbüschel und hier sind drei, vier Dutzend. Und diese Stöckchen-Dinger vielleicht auch, also die Saplings, die immer wieder Stöckchen produzieren. Die sollten wir auch mitnehmen. Also, nächstes Mal oder wenn wir jetzt ganz viel Flint finden. Ich muss mehr meckern. Ich muss echt mehr meckern. Eins, zwei, drei Flint. So muss das laufen. Eine Pickaxe hätten wir gerne. Tada. Ich hätte jetzt gerne einen Zelda-Sound und würde die Pickaxe hochhalten. So, Stein. Da unten ist Stein. Lalala. Nebenbei noch so ein halbes Auge auf Kaninchen werfen. Denn wir haben eigentlich kein Essen mehr. Das ist nicht gut. So, Steine, Steine, Steine. Ein Flint war da nur drin. Na gut. Im Nordosten waren drei oder vier Brocken auf einmal, umgeben von Kaninchen. Das bietet sich doch an. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit der Pickaxe ein Kaninchen erlegen kann. Das sehe bestimmt brutal aus. Aber das meine ich jetzt. Da ist das Loch. Da ist das Kaninchen. Wenn ich jetzt eine Linie bilde zwischen Kaninchenloch und mir und dann aufs Kaninchen klicke, erwische ich's. Tada, Fleisch. Schöne Sache. Also Kaninchen, Loch, Linie, rauf da. Zack. Wie sind der Kaninchen schlechter? Zack. Swoosh. Also ja, Essen dürfte so schnell kein Problem werden. Außer die Kaninchen respawnen nicht. So. Noch ein Flint auf dem Boden. Also ja, die erste Insel scheint wohl echt für Stöckchen und Flint da zu sein. Und Kaninchen. Und die zweite Insel, wofür ist die? Da ist mehr Holz. Aber Holz ist nicht so wirklich Mangelware. Oh, und da sind die Spinneneier. Das kann ich euch mal zeigen. Können wir Fallen bauen? Nee, Gras fehlt. Hm. Wow. Das ist nur ein Truthahn. Warum erschrecke ich mich bei einem Truthahn? Ja komm, lauf bis zum Meer. Da ist das Meer. Dober. Das Viech isst die Beeren weg von den Büschen. Doofes Ding. Eigentlich wollte ich dich nur töten, weil du Fleisch gibst, aber jetzt musst du sterben. Einfach so. So, Ecke. Stirb, 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 stirb. Oh. Mich auch. Na also, ein Drumstick und ein Morsel. Und noch mehr Flint auf dem Boden. Die wollen mich jetzt doch nur noch ärgern. So, was wollte ich? Ich wollte mehr Stein. Und viel mehr Gras, um die Fallen zu bauen. Damit ich euch zeigen kann, wie das bei den Spinnen läuft. Noch mehr Flint. So, wo kommst du denn her, Hase? Denn eben nicht. Ich glaube, ich baue mal ganz kurz eine Schaufel. Und fange schon mal an, nicht runterschmeißen. Die Teile hier auszugraben, damit wir die mit zu den Schweinen nehmen können. So, Vorbereitung ist alles. Und es wird dunkel. So viel zur Vorbereitung ist alles. Wo sind die Steine? Da sind die Steine. Dann mache ich das Lagerfeuer genau zwischen den Steinen. Da. Wir haben kaum Holz. Oh. Wir haben auch keine Axt.
Ah! Mein Gras brennt. Ja, super. Schaufel, Pickaxt, Axt. Wir hatten doch noch eine Axt. Dann verkochen wir jetzt das da. Essen das sofort. Verkochen das da. Essen das auch sofort. Die sowieso. Der kann ganz schön viel essen, bis sein Magen voll ist. So, 62 erst. So viel zu meiner Theorie, dass wir keine Essensprobleme haben werden. 78. 94. Ja, das ist schon okay. So. Holz hacken. Sonst kommen wir nicht durch die Nacht. So nah an den Spinneneiern muss das ja nicht unbedingt sein. Kein Licht zu haben. So, brennen wir schön weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, komm. Ah, sauber. Da ist noch einer. Die zwei kommen da gleich rauf. Und das müsste dann eigentlich für die Nacht reichen. Du kommst noch mit. Die Schaufel, da ist die Schaufel. Musch. So. Jetzt verstehe ich auch, warum es am Anfang so ruhig war. Also beim ersten Leben, da hatten wir eigentlich fast gar keine Probleme gehabt, bis wir auf die dritte Insel gekommen sind. Und da hätten wir noch längst nicht hingemusst. Wir hätten ja theoretisch die ganze erste und zweite Insel erstmal abfarmen können, bis wir genug Forschungspunkte haben, um eine richtige Ausrüstung zu bauen. Und dann hätten wir es mit diesen Tentakeln anlegen können. Und hätten auch überall Feuerstellen aufstellen können und so weiter und so weiter. Also ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Mal weit länger als den achten Tag überleben. So, war hier nicht noch ein Stein? Ja. Oh, wir haben keine Pickaxe mehr. Haben wir diesmal auch wirklich keine? Ja, wirklich keine. So. Tank, 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 tank. Noch mehr Goldnuggets. Was auch immer man damit noch anfangen kann. Außer sie dem Schweinekönig zu geben. Und wieder Tag. Tag 3. Oh. Die eine Axt ist kaputt. Die andere noch lange nicht. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Vielleicht gibt es dann später auch irgendeine Insel, wo es gar kein Holz gibt. Da sollten wir dann diese Tannenzapfen mit hinnehmen. Dass wir so eine eigene kleine Baumfarm da aufstellen können. So, Spaten. Krass, kommt mit. Wir haben jetzt 4 Flint. Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Was echt komisch ist, denn wir haben doch die ganze Zeit Stein gekloppt. So, hier kommt auch alle mit. Da werfe ich gleich mal einen Blick auf die Karte, um zu gucken, ob hier noch irgendwo Steinbrocken waren. Oder unentdecktes Gebiet. Und wenn nicht, mache ich mich auf zum Spinnenei und stelle da die Fallen auf. Inzwischen müssten wir genug Gras und Stöcke haben. 10. Nee, 13 Gras und 13 Stöcke. Das passt doch. Oh, man kann nur 10 von den Grasdingern einsammeln in einem Stapel. So, na gut. Die Beerenbüsche würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Dann esse ich doch mal. Oder schmeißt die 5 Blütenblätter weg. So. Der Beerenbusch kommt mit. So. 2, 3 Stück sollen erstmal reichen. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wie wir an den Dünger rankommen. Vielleicht müssen wir die Schweine auch umbringen, um dran zu kommen. Das wäre aber ein wenig skurril. Was ja so gar nicht zu dem Spiel passen würde. So, du kommst auch noch mit. Also, wir brauchen so um die 2, 3 Fallen. 1. Wir können nur eine bauen. Wir brauchen doch noch mehr Gras. Da und da. Das reicht doch mal.